Ruf auf dem Auto. Auf geht's, dass die Kugel fliege. Wenn ich einen weiter links hinsetze, kann der Mensch neben dir auch weiter zielen. Okay, erhöhte Aufmerksamkeit, Dorf unten. Fahrtrichtung, wo die Kehre steht. Trotz Eingang haben wir zwei Infanteristen vorhin aufklären können. Wie gesagt, ich versuche durchzubrechen, wo ich kann. Und Absetzpunkt erreichen. Das war das Ziel. Muss ich hier rechts rum, ne? Ist das Ding amphibisch? Kann man durchs Wasser vielleicht fahren? Uns! Schützen, 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 schützen! Geh zurück! Vor uns Granate. Absitzen, absitzen. Joker, kümmere dich mal ums Fahrzeug. Cool. Einen habe ich bekämpft. Ich lade nach. Bravo Team, vorrücken auf die Anhöhe. Versucht mal da vorne zu checken. Da ist noch einer. Nein, sie steckt nicht ab. Sonst den Fallschirm ablegen. Okay, sichert, sichert noch die Straße. Ich wollte jetzt gucken, was da kaputt ist. Ja, ich habe ein rotes Wheel. Rotes Wheel, ja. Wir sind also dran. Ja, aber... Soll ich aussteigen? Nein, warte, ich prüfe mal. Achtung, geht vom Fahrzeug weg, ich fahre. Geht normal fahren eigentlich. Okay, alle aufsitzen. Oben am Berghang, checkt mal den rechten Berghang oben. Ne, rechts, das andere links. Ja. Ne, vorne an der Spitze, oben Fels. Achtung, ich markiere. Ach ne, geht da nicht. Da hatte ich gerade Bewegung. Okay, erhöhte Aufmerksamkeit für die Schützen. Alle drin? Sitzen alle auf. Okay, dann go. Ich mach kurz. Stopp, 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 stopp. Erstmal unten, ich glaube, die Dächer checken. Ich sehe gerade nichts auf die Dächer. Weil wir fahren jetzt, warte mal, ich glaube, wir sind falsch abgebogen. Nee, nee, nee. Was schon? Wir sind gerade hier hinten. Schwarze Punkte. Okay. Weil das ist die Stadt, wo wir von den Kontakt. Ja, ich hatten. Weiß, ich sag ja, erhöhte Aufmerksamkeit. Ich versuche jetzt nach rechts durchzubrechen über die Kreuzung. Ich werde auch nicht anhalten. Ich nehme die Kurve auch mit Volley. Okay, sind durch. Also die Kiste nicht um. Ja, die ist ganz schön schwerfällig, was das angeht. Ah, die Briten können einfach halt keine noch mal Autobahn. An, halt noch mal an, bitte. Jawohl, steht. Da unten ist so ein Industriegelände, das sind Wachtürme. Ich kann jetzt aber von hier aus noch nicht sehen, ob die besetzt sind. Also der vordere ist nicht besetzt. Der rechte auch nicht und der links hinten sehe ich auch keinen. Ortschaft. Okay. Die Schützen, die hinten drauf sitzen, macht euch auf jeden Fall bereit, dass ihr hinten raus sichern könnt. Falls wir durchfahren, dass wir nichts in den Rücken reinkriegen. Ich stoppe hier vorne nochmal Whisky. Noch 100 Meter vor und der Linkskurve halte ich da nochmal. Moment, ich prüfe. Wachtürme sauber. Türme sauber, ja. Alles klar, Moment, ich checke. Okay, ich breche durch jetzt. Ich auch hier rechts gleich, ich nehme nicht erst die Kreuzung. Zivilisten? Ja, einfach. Achtung, freie Pläne, mach langsam.
Okay, ich ziehe hier durch. Bisschen mehr links halten, ne? Ja, ich weiß. Ist halt scheiße, weil da viel Bäume. Fahren wir durch die Büsche hier. Wir haben keinen Stein, das sind alles die scheiß Büsche hier. Okay, kurzer Halt, checken wir die Straße. Das Gebäude da vorne rechts, wo wir hinwollen. Wenn wir dort sind, Team 1, also mein Team, wir checken das Gebäude. Team 2, ihr geht linksseits der Straße an dem Baumarkt vorne an das Gebäude, wie gesagt, in eure Position. Ne, ihr geht auf Position 2, wie markiert, aus. Okay, ich stoß vor. Hier unter. Oh, geradeaus, geradeaus, schützen. Geradeaus, geradeaus, mal die. Absitzen. Ausgeschalten. Aus. Ab da. Oben auf dem Dach. Bitte Medic. Genau. Achtung, ich kontrolliere den Balkon. Ich bin in dem Eckgebäude hier vorne. Aber. Außerhalb. Okay, Lux, dein Team, wie gesagt, Richtung. Oh, das war ein RPG, glaube ich. Richtung Westen, weiter vorstoßen, an dem Konsum vorbei und sichert Richtung Zielgebiet. Ich habe gerade freundlich umgelegt. Machen wir einen Grüncheck auf alle Menschen. Okay, Team 1 zu mir. Wir sind zwischen den beiden Gebäuden Richtung Norden. Ibis? Ja, Moment. Ich stehe denn geradeaus vor dir? Ist das denn das eigene Einheiter? Also, haben wir noch Kontakt? Der lebt doch. Jetzt bin ich beim Bahnhof. Wo hast du noch einen Kontakt? Hier links. Geht aber schnell. Bei den 50. Großgang. Okay, ja. Überwachen, überwachen, überwachen. Chicks. Jo, danke dir. Hallo. Checkt die Gebäude von eurer Position aus. Oben, unten. Joker und Müller war noch bei mir, ne? Ja. Daniel? Ja. Okay. Wo bist du? Auf dem Dach. Whisky, komm rüber. Oben vom Dach. Da, wo ich gerade hingezeigt habe. Dieses Dach. Der Kontakt ist bekämpft. Was da, ja, wo die Handgranate. Whisky, komm rüber zwischen die Gebäude zu uns. Raus. Wer ist hier? Ist das ein Panzer oder was? Wer ist denn hier? Ich bin jetzt oben im Gebäude drin. Check komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Ich will vielleicht erstmal die Gebäude klären hier. Ja, würde ich auch sagen. Ey, das klingt für mich wie ein Panzer. Ja. Check das mal. Nee. Also ich würde sagen, das ist Epic. Die haben die vorhin ab. Die sind denn in der Scheune? Warte mal. Die ist da. Leute, sammelt euch mal jetzt und nicht so ein Wohling hier. Im Gebäude, der hat vorhin auch schon mit der Epic das Gebäude rechts von uns geschossen. Okay, Whisky, Daniel, vorne weg, kommt hier rum, links, ja. Wir gehen rechtsseits. Ja. Geht vorne an die Spitzen der Gebäude, sichert links, rechts. Chuba? Ja? Komm her, bist da. Wen hatte ich noch? Sunny, Charlie? Mhm. Bist du auch da? Ja. Whisky? Sicher mal da vorne mit Daniel die Straße links rechts. Chuba. Dein Fallschirm kannst du ablegen. Sicher die Straße links rechts. Ich spring gleich mit Charlie und mit Chuba über die Straße. RPG-Schützen bekämpft, der war im Westen außer. Ja, so verstanden. Wir springen gleich über die Straße. Chuba, da vorne ist an dem Gebäude unten drin eine Garage erkannt. Achtung, ich markiere. Da vorne. Ja. Genau, da gehen wir rein. Warte. Charlie folgt. Whisky, Daniel, fertig?
Jo. Alles klar, Chupa von der Weg, ich hinterher, dann Charlie. Go. Go. Okay, Chupa hinten raus sichern. Daniel nachziehen und Whisky. Ja. Rad. Jo. Hey, kommen. Dort, wo hier hinten muss. Ja, das ist hinten bei Chupa. Oh, Chupa zurückziehen. Nö. Daniel? Da hinten ist ein zweistöckiges Haus, das mehr. Sicher den Ausgang hier. Warte. Elvis gehört? Wo? Elvis? Ja? Lade nach. Da hinten. Wo da hinten? Siehst du meine Markierung? Negativ. Richtung Nordwest, genau. Da ist ein zweistöckiges Haus, mehrere Kontakte. Nordwest, alles klar. Sofern möglich bekämpfen. Sofern möglich bekämpfen. Ist er bekämpft? Okay, Gebäude hier ist sauber, unten zumindest. Achtung, ich kreuze. Ich will mal das Gebäude sehen. Ja, oben auf. Da liegt ein Scharfschütze auf dem Dach. Hab ich da unten am Stein? Bewegt sich was? Ich gebe Richtung Schuss. Okay, ich wechsle mal kurz das Magazin und Magazin, ich sag die Visiereinrichtung. Eventuell kann ich bekämpfen. Natürlich nicht, weil ich kein anderes Visier mit habe. Auch nicht schlecht. Gut. Im Fahrzeug müsste noch was sein. Ja, ich gehe jetzt nicht zurück, wir müssen ja davor. Elvis, du liegst genau im Wirkungsbereich. Ja, wir müssen vorziehen. Whisky und Charlie, ihr sichert weiterhin. Chuba. Ja. Wir gehen weiter vor, wir gehen den Hang runter Richtung See, Meer. Diese Achtung, Richtung? Ich markiere hier runter erstmal. Okay. Hier runter und unten am Meer entlang vor bis auf diesen Stein. Achtung, markiert jetzt. Erkannt? So verstanden. Alles klar. Du gehst vorne weg, ich als Zweiter, Charlie und, ach, was sag ich, Charlie macht einen Dritten. Der Whisky und der Daniel geben uns Deckung von hier. Fertig? Okay. Fertig. Joker, go. Du bist hier unten am Strand entlang. Lux, bei euch alles grün? Ja, alles grün. Wir gehen rechtzeitig dieser Halbinsel weiter vor aufs Objekt. Haben Scharfschützen oben auf dem Dach entdeckt, versuchen zu bekämpfen. Okay, wir bewegen uns linksseits. Da wurde ausgeschaltet, der Scharfschütze von mir. Chupa, geh hoch hier, jetzt einmal. Charlie auch. Achtung, Kontakt vorne auf dem Balkon, Chupa. Gesehen. Ausgeschaltet. Sauber. Whisky, Daniel, nachziehen. Okay, sind dran. Unten am Gebäude auch noch einer. Down. Wurde ausgeschaltet. Ich hab ja gar nicht meine Grenier-Ausrüstung mehr. Verdammte Scheiße, ich wollte auch nebeln. Ja, nebel die mal ein. Nee, nicht! Das sind Zivilisten! Nicht feuern! Chupa! Ach so. Ja, wir müssen Gefangene befreien. Wir sind jetzt links von euch, auf der anderen Seite. Ja, so verstanden. Wir bewegen uns gleich, sobald unsere Nacho da ist. Ich hab nur Explosiv, ich hab nur Hand rauf. Ja, dann lass es. Dann nicht feuern. Charlie? Ja? Noch fit? Jo. Alles klar. Checkt euch selber mal, ob ihr noch fit seid. Verletzung? Nix. Nix, alles okay, alles drin bei mir. Okay. Was macht ihr? What the fuck? Leute, ich glaube, wir kriegen auch hier rein. Okay, Whisky, Daniel, Chupa, ihr zieht weiter vor. Elvis, was? Hier links oberhalb Straße, 50 Meter, ist ein Checkpoint, schwer besetzt mit Kaliber 50 und ich glaube Unterlaufgranatwerfern. Okay, direkt Moment, ich prüfe. Links die Straße. Erkannt. Kaliber 50 bekämpft. Probier einer ausgefallen von uns. Chupa.
Wahrscheinlich Chupa. Okay. Ich ziehe ihn zurück. Achtung. Kann ich nicht. Chupa, zurück, zurück, zurück. Wach. Komm her. Komm weiter zurück. Charlie kümmert sich gleich um dich. Charlie? Ja. Kümmere dich mal um Chupa. Ja, ich brauche dich. Du musst den. Du musst diese Straßensperre unter Beschuss nehmen. Wir sind hier. Whisky hat's erwischt, Moment. Nee, ich lieg hier bei Charlie. Ja, aber irgendjemand hat sie von mir erwischt. Achtung, ich nebel. Ich habe die Stellung eingenebelt. Ich schnebel schon. Soll ich mit Unterlaufgranate ansetzen? Ja, Entfernung ca. 50 Meter. Zwei Stellungen, links, rechts, Feuer frei. Zu weit. Okay, Lux, wir haben auf der Straße eine Sperre mit MG und Granatwerfer. Wir bekämpfen. Ich muss wechseln auf die andere Seite. Sperre ist sauber. Ich bin ungefähr 10 Meter links davon. Okay, Leute, dann stopfen. Hier neben uns hat es einen erwischt. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Daniel, zieh mal runter. Whisky, wir sichern weiter aufs Gebäude. Charlie, fit? Ich bin fit, ich behandle gerade Whisky. Alles klar. Wir haben nämlich noch Eisfall Daniel. Okay, wir haben Eisfall Daniel. Vorsicht, wir sind circa 50 Meter rechter Hand hinter euch. Wir haben einen Blick aufs Gebäude, haben auch schon zwei Feinde auf dem Balkon und unterhalb bekämpfen können. Sicher das Gebäude, aufs Gebäude. Überwachen. Also ins aufs Gebäude sichern, so. Ja. Sobald ihr Kontakte habt, Feuer frei. Chupa? Ja. Geh mal hier oben an den Felsen, links von der Straße in Stellung. Hier oben. Okay, Daniel, wo liegt der? Hier hinten. Keine Sorge, Daniel, kommt gleich, Charlie. Jo. Chupa, nicht weiter vorrennen, ja? Nee, ich bin da. Okay. Nee. Dass du kurz ansagst, dass sie jetzt nicht Unterlaufgranaten oder Handgranaten schmeißen, weil da ja eine Geißel von uns ist. Also Chupa sitzt oben, das sieht die Leute. Ja. Leute, keine Handgranaten einsetzen, da sind Geißeln drin. Pami ist doch gar nicht da, oder? Naja, stimmt. Hast ja recht. Wie viel braucht denn der im Kopf hier? Er hat recht. Recht hat er. Ja, recht hat er. Eigentlich sprach ich sein Bart. Da muss er ja ein Riesenloch haben. Und unser Kamerad ist komplett ausgeblutet, so wie die den Verrat tun. Ja, der macht ein bisschen der Kumpel, ja. Das war der Daniel. Das war ein Upgrade. Alles, ich weiß nicht. Ja, die Stellung hat ja auf uns geschossen mit dem Granatwerfer. Ich bin wieder. Oh, irgendwo ist Schuss. Ja, im Gebäude. Ich komme wieder weg. Einen habe ich getroffen, aber ich glaube, das war keiner von. Ich hoffe, dass es keiner von uns war. Ich hoffe es wirklich nicht. Der hat keine Uniform, also nicht so einer. Der hat eine blöde angehabt. Bitte, fett. Alles klar. Ich habe die zwei Granaten zerfetzt. Ja, ist kein Problem. Charlie ist hier. Jo, bin dran. Charlie, Paula kümmert sich noch um Chupa. Chupa und Paula, ihr bleibt hier. Whisky und ich und Daniel und Charlie, wir ziehen vor. Whisky, go. Okay. Bis an die Sandsäcke. Daniel, vor an die Sandsäcke. Ja. Charlie, bleib noch ein bisschen hinten. Mit den rechten Sandsäcke. Joker? Nutzt erstmal die Sandsäcke als Stellung. Wir überwachen weiterhin Richtung Gebäude. Lux für Elvis, komm. Lux ist gerade beschäftigt. Woher weiß das Paula? Paula ist doch hier. Und in welchem Stock sind denn die Geißeln? Keine Ahnung. Ja, weil ich sehe nämlich in unseren Etage bei dem ersten Stock. Hört, nachziehen. Nachziehen? Verstanden.
Okay, Team 2, gebt mal Info, wo sind die Geiseln? Im Erdgeschoss, Hauptraum. Okay, Geiseln gefangen nehmen und wenn möglich in Position bringen an die Tür. Ich funk dann einen Evac an, kommen. Scheiß französische Tricksknifte, was wir hier in der Hand haben, das ist... Das ist keine französische. Franzosen haben das FAMAS und das hier ist das L85-58. Franzosen und FAMAS, ich schon gemeint, die Franzosen hätten die L85. Die Franzosen haben das FAMAS. Das welche heißt auch FAMAS. Heilen. Zumutung. Joker? Chuba? Guck mal, was ja. Ich hab. Guck mal, was ich hab. Ja, wo ist denn die wieder? Bist wie Brami. Leiche flattern, oder was? Nee. Wenn Horst eine Leiche ist, dann habe ich Horst geflattert, ja. Warum hat ein Horst immer das... Weil der Truppführer war, oder Scharfschütze, keine Ahnung. Sammelt, ja, sammelt die hier in der Garage. Sammelt die mal in dem Gebäude rechts in der Garage. Entschuldigung. Kreuz. Wie viel habt ihr? Geiseln? Ach du Scheiße, 5 Stück. Okay, Chuba, bleib du mal dort in der Stellung. Whisky, komm mal mit 2 Mann noch hier vor. Habt ihr noch einen Sunny? Ja, so verstanden. Was brauchst du? Habt ihr noch einen Sunny hier vor Ort? Wenn der Charlie mitbringt. Wieso brauchst du einen? Ja, bin ja gleich fertig, der ist ja schon bei 50. Ich brauche auch noch mal kurz, ne? Okay, unterstützt mal die Leute hier beim Geisel fesseln und hier in die Garage bringen. Ist Charlie mit bei? Ne. Fahrt auf den Schubergang. Jo, was ist? Wo bist du aktuell? Da, wo die Geiseln sind. Ah, so verstanden, wir haben dich gesucht. Es ist ja einer weggekippt. Na, hat mir doch einer mit einem Ellenbogen einer gegeben. OBZ für Team Alpha kommen. OBZ hört. Ja, hier Team Alpha. Haben Gebäude mit Geiseln erreicht. Geiseln sichergestellt. Benötigen Abholung für Geiseln. Kommen. Oh, das ist super. Stand halt hier ein. Wer hat der hier für eine Blutilast? Kurz nähen. Wen haben wir da vorne? Chuba, hast du grünen Rauch? Ich hab. Positiv. Okay, falls Audiogeräusche, Helikopter zu hören sind, in unsere Richtung diesen Rauch abwerfen. Also vors Gebäude, vors Gebäude. Positionsserversuche, okay, alles klar. Aber jetzt kommst du wieder zu spät, der zeigt gerade den Teamführer eine Spritze geben. Sofern der Helikopter gelandet ist, schnappt sich jeder eine Geisel und schafft sie zum Hubschrauber und lädt sie ein. Könnt schon mal die Geiseln fesseln. Bald Helikopter steht, Geiseln einladen. Joker, hallo. Warum nicht mal mitnehmen? Ja. Ja, schon dabei. Okay. Ich wollte noch kurz eine Meldung machen. Wir haben hier oben eine Leiche, da ist relativ viel Sandmaterial drin, hochzubinden und so ein Kram. Joker, da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal die Gefangenen in den Heli bringen. Bleibt erstmal auf Position. Bleibt auf Position. Alle auf Position bleiben mit den Geiseln, nicht rumrennen. Erstmal den Heli landen lassen. Okay, Helikopter steht hinten hinter dem Gebäude unten am See. Jeder schnappt sich eine Geisel, runterbringen. So, ist der Pilot ansprechbar hier? Nee. Jawohl. Okay. Letzte Geisel kommt jetzt rein. Okay, letzte Geisel ist drin. Alle zurück. Starten.
Mayday, 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 Helikopter down. Unser Leben riskiert und der Heli ist abgestürzt. Okay. Ja, ich glaub. Nee, die haben wir safe. Dann, Team Lux. Lux? Testo abgesucht. Lux. Aha. Dein Team sammeln zurück zu unserem Fahrzeug. Selbstständig durchführen. Rekruter steht. Na, wow. Oh. Eine Vollwäsche, bitte. Das ist ein zum Glück nur AAF-Piloten. So, reißt ihr mal jetzt zusammen. Los, zurück zum Fahrzeug. Wen haben wir hier? Whisky? Whisky? Jo. Okay. Team 1, soweit klar? Wen haben wir hier? Daniel, ja, Whisky? Put. Charlie? Chuba? Ja. Alle fit? Freut. Keine Ausfälle. Egal. Dann, ich renn vorne weg, der Rest folgt.